Brech die bitte ab. Mach die nochmal, weil du jetzt die Steinzahnräder hast. Okay. Also, Strom ist okay. Du, da, du, da. Mauer kann ich nicht da zu Ende ziehen. Türme habe ich gebaut. Munition ist nicht ganz so viel da, aber reicht für die ersten Angriffe. Ich habe übrigens gehört, dass die Item-Kollektoren nicht mehr arbeiten. Oder nicht mehr in-game sind, das weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall kann man damit nicht arbeiten und müsste theoretisch alles von Hand an einarbeiten. Das finde ich ein wenig, ja, unpraktisch. Eventuell lege ich den Fließbänder vor die Mauer, aber nicht so, wie man damit schummeln kann. Also man kann ja mit die Mauern, die Fließbänder so umdrehen, dass sie von den Mauern wegzeigen und dann kommt nie ein Gegner an die Mauer ran. Das ist ein bisschen cheaty, finde ich. Ich mache es aber genau andersrum. Ich hole die Gegner an die Mauer ran, wodurch sie schnell an die Basis rankommen, was für uns nicht so toll ist. Aber wenn sie dann sterben, dann liegen die Leichen wenigstens genau vor der Mauer. Und nicht irgendwo verstreut hinten. Das wäre eine Möglichkeit, die man machen könnte. So, Strom sieht jetzt besser aus. Nee, nicht wirklich. Ja, weil alles Dreckwasser ist, ne? Ich werde nicht drum rumkommen, bald die ersten Filteranlagen zu bauen. Dann komme ich auch an Sand für Sandmauern, die wir ja auch brauchen. Ist okay. Ja, du hast noch 14. Du brauchst welche und du brauchst auch welche. Gut. Du und du. Was jetzt die Forschungsdinger angeht, ich denke, die werde ich kurz umbauen. Und mit temporären Fließbändern versehen. Und diesmal mache ich es auch wirklich. Also ich warte, bis die Forschung durch ist, dann reiße ich die Dinge ab, setze sie neu hin, wofür ich eventuell schon mal die Platzhalter und so weiter stellen sollte. Ja, stelle sie neu hin. Und zwar so, dass die hier die beiden Fabriken automatisch entladen werden, das auf dem Fließband packen. Am besten auf dasselbe Fließband, damit, ne, auf der rechten Seite rot, auf der linken Seite grün. Und dann wird das hier irgendwo wuselig rum zu den Dingern, dann ist es okay. So. Na, hier kommt sogar noch ein richtiger hin. So. Tada. Total hässliches Muster. Und ich kann endlich Lichtsachen machen. Also Lampen. Lichtsachen. Ich kann jetzt Licht machen. Das sollte ich auch nutzen. Es ist echt schweinedunkel. Du bist gleich fertig, okay. Was habe ich noch so gebaut? Rubber Seeds kommen wieder in die Farm. Crunch, 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 crunch. Wow. Das geht ganz schön schnell. Ich sollte echt eine Fabrik dafür bauen. Da. Shotgun Shell Shooting Speed. So, was wollte ich erforschen? Wir haben das gerade noch gesagt, oder? Nein, nein. Größere Kisten, nein. Oil Processing wäre schon schick. Granaten wäre schick und kostet fast gar nichts. Und wir könnten das Tor erforschen. Aber nein, das war es auch nicht, was ich erforschen wollte. Electronics. Advanced Electronics, in die Richtung wollte ich gehen. Richtung Flüssigkeiten. Ja. 30 Rote, mach mal. Und ich komme da echt nicht hinterher. Also das mit dem Resin produzieren dürfte kein Problem werden. Selbst wenn wir es nicht automatisieren können, können wir immer noch damit arbeiten, dass wir einfach mehrere Felder davon haben und ich durchgehend von Hand immer ein Stack Samen reinschmeiße und dann ein Stack Rubber rausbekomme. Sollte fürs Erst reichen, was das angeht. Zumal, wenn wir die Sachen gießen, also die Chips, dann brauchen wir ja auch für die lilanen Chips kein Rubber aus den Bäumen, sondern das Plastik aus der Kohle. Außer da wurde auch wieder was geändert, aber es sollte okay sein. Und ich wollte eigentlich, nachdem die Forschung durch ist, die Dinger hier abreißen. Britzel, Britzel. Ah, okay. Lass ich das jetzt auch noch durchlaufen. Aber nächstes Mal dran denken, Georgon. Nur werden wahrscheinlich die Tränke nicht ausreichen. Okay, gib mir die da. Bitteschön.
wird schön. Du hast noch? Okay. Player Crafting hat gerade nichts zu tun. Dann hätten wir gerne. Eigentlich hätte ich gerne mehr Mining Drills, aber Smog und so, ne? Dann mach bitte die Rubber Seeds, damit wir die Farm voll halten können. Was bist du? Du bist ein Germling. Brech das mal ab. Ich will wissen, was ein Germling ist. Tree Farm Mod. Das wird ein Baum sein. Ja, sehr schön. Ich kann jetzt Bäume setzen. Als wenn ich davon nicht genug hätte. Ja, ein kleiner Setzling ist das dann. Naja, gut. Also die Bäume sind ja nur für Resin da. Die Bäume sind da, um Holz zu bekommen, falls man Holz braucht. Brauche ich noch nicht wirklich. Also mach das da mal, mach danach das da. Also ich glaube zumindest nicht, dass ich Holz brauche. Und wenn, hätte ich hier dezent viele Wälder. Bau bitte noch 3-4 Türme. Bau dann ganz viele Mauern. Und dann gehen wir auch schon wieder los und bauen die Mauer weiter. Das möchte ich so schnell wie möglich fertig haben. Zack, 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 zack. Electronics ist fertig. So, stopp. Nichts forschen. Ne? Hatte jemand was vorgehabt? Weg, weg, weg. Die Dinger arbeiten schon wieder nicht, weil alles voll ist mit Kupfer. Ihr habt noch genug? Ja, okay, dann machen wir weiter. Kohle brauchen wir immer noch nicht. Also die stehen jetzt eine Weile still, aber das ist okay. Ich habe da jetzt einen Vorrat von, keine Ahnung, 2000 Kupfer, die ich jederzeit abholen könnte. Das ist gut so. Also du weg, weg, weg. Die sind ähnlich aufgebaut wie die... Was? Warum geht automatisch das Forschungsfenster auf? Schnellere Fabriken? Oh, was ist das da? Crafts items that require up to 4 ingredients. If Ditech Base Override is active, 5. Was? Okay, also anscheinend hat er die Rezepte jetzt auch so sortiert, dass man je nachdem, wie viele Teile ein Gegenstand braucht, es in anderen Fabriken gebaut werden muss. Also wenn er jetzt meinetwegen 7 Teile bräuchte, könnte man es in der Assembling Machine 2 nicht bauen, sondern erst in der 3er oder 4er. Also komplexes Zeug auch erst, wenn man technologisch weit genug ist. Okay. Kostet 80, dauert 15. Oh, mach mal. So. Du stehst falsch. Oder sieht das nur so aus? Sieht besser aus, ja. Okay, die 4. Und jetzt nehmen wir hier die Ärmchen. Da. Da. Weg. So, da brauche ich jetzt nochmal Ärmchen. Oh. Zählst du noch zu? Ja, zählst noch zu. Weiter hoch bitte. Ein Feld müsste reichen. Genau, du legst das rein. Ärmchen. Okay, neues Muster ist. Ärmchen sind einfach... Oh. Mist. Optische Sachen später. Wenn die Substations endlich da sind. Ich sollte echt so schnell es geht in Richtung Substations gehen, sonst kriege ich noch einen Anfall. Du geh bitte darauf. Tränke werden rechts gelegt, also kannst du jetzt dahin. Dann kommen die grünen Tränke automatisch links rauf. Sind die irre langsam, oder was? Oh ja, wir forschen ja schon in die richtige Richtung. So, das heißt... Ich nehme selber eine Kiste. Tu die dahin. Mach da auch noch ein Ärmchen ran. Und du riechst jetzt einfach alle roten Tränke. Da kommt eine Kiste hin. Da kommt ein Ärmchen hin. So. Dann wird es natürlich verteilt und jeder nimmt sich das, was er braucht. Und dann staut es sich da hinten, genauso wie wir es aus allen anderen Staffeln vorher auch schon kennen. Jo, okay. Mauern. Mauern und Türme. Machen wir da hinten mal dicht. Dann haben wir richtig schön viel Platz hier. Also
kommt mir zumindest momentan so vor. Aber da wir jetzt alles, aber wirklich alles später mit den Flüssigkeitssachen machen müssen, weil die Produktivitätsmodule genervt wurden, nehmen die doofen Baum da weg. Da wir jetzt aber alles mit den Flüssigkeitssachen machen müssen, brauchen wir auch wesentlich mehr Platz für die Flüssigsachen. Wobei, ich hoffe mal, ich bete mal, dass wir jetzt keine Kohle und Stein brauchen, um Lava zu erhitzen. Es wäre echt schön, wenn da was geändert worden wäre. Fünfmal Lava. Also wir erstellen 1000er Lava mit 800er Lava. Ja, okay, sehr gut. Wir müssen keine komischen Zöpfe mehr bauen. Das heißt, wir können jetzt einfach so 800er Lava auf 1000er Lava erhitzen, einfach nur mit Strom und Zeit, was ja auch einigermaßen Sinn macht. So. Das heißt, wir können hier richtig kompakter bauen. Vorher war das ja immer so, Platz lassen für den Liquid Handler, dann Platz lassen für ein Ärmchen, Platz lassen für eine Kiste und ach, das war doof. Das sollte jetzt richtig gut gehen. Und da oben sind angeschossene Bäume. Wer macht denn sowas? Ah, aber ich kann das mal testen. Was? Kuh. Kuh. Ja, ist jetzt One-Hit. So. Also nur, wenn man direkt davor steht, ist es One-Hit. Und man wird definitiv wesentlich langsamer, wenn man schießt. War das immer schon so extrem? Also ich glaube, es gab es immer schon, aber das kommt mir gerade ziemlich extrem vor. Wie viel langsamer man ist. Kann ich die Mauer kaputt machen? So. Bip, bip, bip. Eck. Bist du schon das Meer? Nein, du bist nicht das Meer. Du bist... Oh. Baumauern. Es ist nicht das Meer und wir haben nicht genug Landfill dabei, ha? Huh? Nö. Wieso können wir schon mal den Ansatz davon setzen? So, da hoch. Baum weg. Bist du das Meer? Jep, du bist das Meer. Okay. Also ich gehe davon aus, dass es ein Meer ist oder halt ein sehr großer See. Und da machen wir später mit Landfill zu. Gut, du kriegst jetzt einen Turm hier. Mit nicht ganz so viel Munition. Kommt noch ein Turm hier hin. Ebenfalls mit 15 Magazinen. Das sollte eigentlich echt reichen. Da noch einer. Wo ist der nächste Turm? Ach du gute Güte. Hier noch einer. So eine große Grenze zu sichern ist doch schon eine Aufgabe. Vor allem, wenn ich die auch alle automatisch mit Munition versorgen wollen würde, was ich nicht will, weil es so viel Arbeit ist, würde extrem Ressourcen kosten. Ich weiß, dass es Leute gibt, die machen das. Also die nehmen die stinknormalen Gun Turrets, setzen dann ein Ärmchen hinter und ein Fließband und dann werden sie durchgehend nachgefüttert. Und das geht auch erstaunlich gut. Gerade die ersten, ich schätze mal, die ersten 100 Folgen könnte man damit sogar locker überleben. Aber ich bin da zu geizig, was das Metall angeht. Müssen wir mal gucken. Also mein Versuch ist wieder, mehr Strom zu generieren und dann genug Strom zu generieren für genug Lasertürme. Wobei ich diesmal darauf achten werde, dass ich vielleicht nicht ganz so viele Lasertürme baue. Und die Beißer einfach länger an den Mauern rumknabbern lasse. Da habe ich auch einen Vorschlag bekommen gehabt. Von jemandem, der das so macht. Der hat nur die Hälfte von meinen Türmen gehabt im Let's Play. Also in der letzten Staffel. Und ähnlich viele Mauern. Und es hat trotzdem geklappt. Also die haben sich dann zwar durch ein, zwei Mauern durchgebissen. Weil die Lasertürme nicht schnell genug geschossen haben. Aber die Mauern waren ja recht schnell ersetzt. Die sind ja nicht teuer. Also das ist auch eine anscheinend gut funktionierende Taktik. So, Westen ist dicht. Jetzt wollte ich vom Westen aus... Wollen wir mal ganz kurz lernen, dass ich das ein bisschen ordentlich machen kann. So. So, du bist jetzt unsere Südwestecke der Basis. Das hier machen wir jetzt dicht. Bring es auf eine Höhe. So.
Und das ziehen wir jetzt einmal komplett rüber. Also im Laufe der nächsten, keine Ahnung, 10 Folgen oder so, ziehen wir das komplett rüber, bis es an die Ostmauer rankommt. Und dann sollte ich eigentlich erstmal gucken, wie das mit dem Muster übereinstimmt und dann die Türme auf die Muster entsprechend hinstellen, damit das alles schön gleichmäßig ist. Aber ne, erstmal soll es funktionieren, später soll es funktionieren und gut aussehen. Solange wir nicht wieder in irgendeine Steinzeit zurückgeschmissen werden. Du bau bitte mehr Mauern. Und was ich ebenfalls tun sollte, ist immer schön zwischendurch zur Basis zurückgehen. Denn momentan funktioniert ohne uns persönlich als oberster Boss gar nichts. Weil die Maschinen so konzipiert sind, dass gar nichts funktioniert, wenn wir nicht da sind. Das heißt, länger wegbleiben ist nicht. Also über die Basis. Da ist die Basis. Gut. Was machen wir denn als nächstes? Also in den nächsten Folgen. Ich sollte dafür sorgen, dass die Dinger hier schneller arbeiten. Genug Ressourcen sind da. Also mit einer der ersten Fabriken wird die hier sein in Blau. So, alles ein bisschen mehr ausstatten mit Ressourcen. So, du hast genug Stein, ja? Gib mir alle. Du hast nicht genug Eisenplatten, die hole ich gleich ab. Zahnräder kommen mit. Du hattest genug. Du hast keine Ärmchen. Die Ärmchen sind ein Standardproblem, weil die brauchen halt grüne Chips. Und grüne Chips sind, ne? Grüne Chips halt. Nie da. Wo wir in der letzten Staffel eine Phase hatten, wo das richtig gut ging. Für eine ganze Weile. Und dann war wieder Chaos. Du brauchtest die Ärmchen. Mit 31 Ärmchen. Bitteschön, 31 Ärmchen. Gut, also, nächste Folgen. Die erste blaue Fabrik bauen. Die Mauer weiterbauen. Die Türme an die Mauern setzen. Eventuell die nächste Reihe Steam Engines schon hinbauen. Damit wir die Grundlagen erstmal haben. Also immer nur zwei Boiler, zwei Engines. Zwei Boiler, zwei Engines. Eine ganze Ecke rüber. Und später können wir dann die unterste Engine wegnehmen und dafür mehr Boiler ranhängen und dann hinten noch zwei Steam Engines oder drei, je nachdem wie das mit dem Balancing hinhaut, wegmachen. Und ich wollte eigentlich Licht haben, ne? Ja, da war was. Ich habe noch kein Muster für Licht. Macht einfach irgendwo neben den Substations das. So, so. Wenigstens ein bisschen Licht hier ist. Genau. Das ist eine Basis, verdammt nochmal. Eine wichtige Basis. Einzige Zeichen von Zivilisation hier auf dem Planeten. So, also gut, dann speichere ich jetzt ab und wir sehen uns gleich wieder.